Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, in der Welt der Schatten. Ja, ein letztes Mal am heutigen Tage begebe ich mich zurück aus der kleinen Unterbrechung, um mit euch über eine weitere Klasse für Dragonfly zu reden. Und ja, ich freue mich ganz besonders darauf, für diejenigen, die am Start sind und Bock haben, ein bisschen Shadow Priest Stuff zu hören. Da seid ihr genau richtig, denn das wird unser nächstes Topic. Wir gucken uns die Klasse mal an. Ich persönlich finde Shadow Priest ja auch von der Class Fantasy und einfach auch von der Optik her, es ist einfach eine saucoole Klasse, muss man einfach sagen. Hier sehen wir halt schon einfach so diese ganzen Void-Mächte, die da reinfliegen. Wir sind natürlich Stoffi, wir sind Caster, wir arbeiten mit Dots auf jeden Fall, aber wir haben durchaus auch großartiges Burst-Potenzial. Auch eine Klasse, die im Execute auftrumpfen kann. Und wie gesagt, insgesamt Shadow Priest einfach ein Highlight fürs Auge und eine coole Klasse zum Spielen. Wer sich noch erinnert, Knopf Purple hatte auch einen großartigen Auftritt im Aversion Academy Raid. Auf jeden Fall kann man nicht anders sagen. War eine großartige Zeit, ich vermisse sie sehr. In diesem Sinne, wir haben natürlich großartige Kollegen am Start hier aus der deutschen Raid-Szene für euch, die heute unsere Expertenrollen hier einnehmen und mir natürlich das Ganze ein bisschen näher bringen und euch auch. Dementsprechend dürfen wir uns freuen auf unsere Gäste am heutigen Abend. Ich begrüße den lieben Timmy von Northern Sky. Schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Ich hoffe, gut. Ja, gut. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, bist du noch wach? Ja, schon länger im Warteraum. Ja, geht so. Geht's aber so? Schaffen wir schon. Das schaffen wir auf jeden Fall. Da bin ich überzeugt von. Und aus dem Hause Aversion natürlich der liebe Vici. Schön, dass auch du zu dieser späten Stunde noch am Start bist. Ja, danke für die Einladung. Wie lange bist du schon wach? Ach, geht actually. Ein paar Stunden. Ja, okay. Ja, also wir können auch ein bisschen länger machen, wir sind in Nachtschicht. Beenden das hier. Sehr, sehr gut auf jeden Fall, das freut mich zu hören. Ja, ihr seid unsere Shadow-Experten auf jeden Fall. Freue mich sehr darauf, weil es ist tatsächlich eine Klasse, die ich irgendwie nie dazu kam, wirklich zu spielen. Aber ich finde sie einfach sau cool und ich hoffe, dass ihr mich motivieren könnt, Dragonfly vielleicht mal wieder das Chapter Knopf Purple aufzumachen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und natürlich fangen wir wie immer an mit so den Highlights, den Dingen, wo ihr so sagt, hey, coole Changes, coole Ability, die vielleicht zurückgekommen ist oder nicht so coole Ability, die leider nicht mehr da ist und wir fliegen da einfach mal direkt rein und fragen, Timmy, so deine Highlights zum Spec und Class Tree, was sind so deine persönlichen Sachen, warum du sagst, hey, Shadow Priest in Dragonflight, da sehe ich mich. Ja, wir nehmen auf zum einen von Shadowlands CPI mit. Ich meine, allgemein wahrscheinlich Segen und Fluch zugleich, sage ich mal. Und mit Twins of the Sun Priestess, das war ja ein Legendary in Shadowlands, verlieren wir quasi kein Gain, wenn wir die PI abgeben. Dann haben wir noch unseren Self-Heal. Der war ja sowieso schon immer gut. Jetzt können wir den mit mehreren Talents quasi nochmal extenden und besser machen. Dann haben wir noch ganz coole Capstones hier und da mal. Zum Beispiel Power Life gefällt mir ziemlich gut. Beim Shadow Tree haben wir jetzt Void Eruption auf 2 Minuten und Dark Ascension. Also ist es nicht mehr so weird, die Cooldowns zu ziehen. Mhm. Dann ja, nehmen wir noch unsere Main Legendaries aus Shadowlands quasi mit. Shadowflame Prism haben wir fast überall verwendet. Mhm. Und am Anfang auch noch Talbadas hier und da mal geused. Klingt auf jeden Fall so, als wenn viele Dinge, die sich in Shadowlands cool gespielt haben, soweit erhalten bleiben und ein paar Sachen sogar noch mal ein bisschen smoother gemacht werden mit Cooldown Reduction. Das war ja auch schon bei anderen Specs auf jeden Fall ein Thema heute, dass darüber gesprochen wurde, dass 3-Minuten-CDs sich nicht ganz so geil spielen irgendwie und 2 Minuten dann einfach ein bisschen besser allein und ähnliche Dinge. Klingt zumindest vorerst erstmal nicht so abschreckend auf jeden Fall. Vici, deine Highlights, Class Tree, Spec Tree. Ja, schwer zu sagen. Ich meine, unsere Klasse wurde ja mal wieder, wie Tradition ist, gereworked bei jeder neuen Expansion. Und wir haben auch wieder alte Spells zurückbekommen, die jetzt hier auch in den Notes nicht drinstehen. Also gerade Halo und Divine Star sind da natürlich gerade visuell sehr ansprechend und auch für Healing relativ stark, die auch im Class Tree zu finden sind. Und dann im Spec Tree haben wir halt so, ja, so alte Feinde, die wieder aufkommen. Sowas wie Mindspike ist wieder dabei. Ich weiß nicht genau warum, aber wir haben einen zweiten Filler-Spell bekommen, der jetzt competed gegen Mindflay. Ja, warum auch immer, weiß man nicht genau. Ja, und ansonsten, ne, also der Class Tree ist eigentlich relativ nice. Wir haben auch so schöne Covenant-Spells wie Mind Games auch wieder am Start. Ja, PvP-Spieler werden ihn mögen, andere nicht so wirklich. Aber ist auch wieder dabei und auch so nette Spells wie Void Shift, also hier der Life Swap, der ist auch wieder dabei. Leider ein bisschen underpowered, leider ein bisschen undertuned und Timmy hat schon gesagt, Powered Life ist so gefühlt irgendwie Void Shift besser. Also keine Ahnung, was sie da sich da gedacht haben, aber ja, passiert.
Ja, okay. Ja, man kann immer nur schwierig ganz zufrieden sein, auf jeden Fall. Das haben wir. Wir haben tatsächlich verschiedene Dinge gesehen, was die Class Tree und die Spec Trees angesehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Klassen gesehen, wo es wirklich sehr gut gelungen ist. Beispielsweise Windwalker sieht wirklich sehr, sehr gut aus, einfach vom wie skill ich da durch und wie zufrieden bin ich mit dem Ganzen von den Auswahlmöglichkeiten. Ich bin gespannt, wie das am Ende hier beim Shadow Priest aussieht, aber was wir halt auch feststellen haben müssen, ist, wir haben, glaube ich, noch oder wenige Class und Spec Trees gesehen, die sich wirklich von oben nach unten durchgehen lassen, wo man nicht irgendwas mitnehmen muss, was man nicht unbedingt haben will oder wo man nicht hier und da ein bisschen unzufrieden ist. Ich glaube aber auch, die liebe Hustia hat vorhin gesagt, wenn ich mich nicht täusche, das ist, viele Dinge sind, die einen im Moment stören oder so, die, glaube ich, ein bisschen vergessen werden, wenn das Addon ein bisschen fortgeschritten ist. Natürlich erstmal All Eyes auf die neuen Talent Trees und von daher schwieriges Ding, aber wir gucken uns das einfach mal an. Ich würde auch behaupten, dass wir einfach, gibt es irgendeine Ability, die aus der Vergangenheit wieder zurückgekommen ist, wo man sagt, okay, cool, den Knopf habe ich damals gerne gedrückt, in Legion oder in WoD oder wann auch immer, der jetzt wieder da ist. Gibt es irgendwelche Highlights dieser Natur? Ja, es gibt tatsächlich ein paar Abilities, die dazu, also die wiedergekommen sind. Da ich früher aber noch nicht gespielt habe, kann ich dazu nicht so viel sagen. Da kann der Vici bestimmt weiterhelfen. Also ich kann nur sagen, dass gerade Halo und die Vines da wurden von vielen alten Spielern zurückgewünscht und kamen jetzt auch zurück und auch in einer guten Form, würde ich sagen. Sind jetzt beide nicht irgendwie komplett overpowered oder underpowered, sondern haben so eine kleine Nischrolle eingenommen und haben halt schöne Spell-Effekte. Ansonsten eigentlich. Gut, mein Zwei kam mal halt zurück. Der war, das ist halt ein Spell, der war, glaube ich, in vor allem Cutter und Mob sehr dominant und auch WoD. Aber seit der Legion-Iteration von Shadow Priest war der halt, ja, gone, basically. Und jetzt ist er halt wieder da, auch wenn ja, die Form, wie er wieder da ist, eventuell nicht so gut ist. Aber vor Okay. allem Halo und die Vines da sind halt schon alte, coole Spells, die wieder dabei sind. Viele hätten sich Cascade zurückgewünscht, aber man kann nicht alles haben. Kann ich alles haben. Okay, gut, dann springen wir einfach mal rein in den Class Tree. Wir gehen so ein bisschen durch. Ich habe hier den Single Target Tree aufgerufen, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, wir gucken uns hier einfach mal an, was denn sinnvoll ist in Class Tree vor allem. Wir starten natürlich wieder ganz normal, Dispel Magic, Purify Disease, so die ganzen Basic Utility Sachen, die da so bei sind. Overall gefragt, gibt es mehrere Möglichkeiten im Class Tree? Also gibt es so wirklich so wo Möglichkeiten, wo ihr sagt, so boah, ich würde jetzt unbedingt hier lang gehen, wenn Szenario X eintritt? Oder ist es tatsächlich eher so ein, das sind die Mandatory Sachen, die nimmst du mit und hier unten ändert sich vielleicht was? Okay, also basically willst du immer Mindgames, also du willst den ganzen Branch unten rechts immer haben für DPS. Aktuell willst du auch immer unten links erreichen, weil es einfach extrem broken ist. Und du willst immer in die Mitte gehen, also du willst immer PI plus Twins plus Twist haben, also die vier Punkte in der Mitte, genau in der Mitte des Trees. Ansonsten hast du eigentlich relativ viel Freiraum. Also gut, hier Vampiric Embrace und die dazugehörigen Nodes will man eventuell noch mitnehmen, aber so ansonsten hat man relativ viel Free Space. Man will nur nicht unbedingt in die, ich sag mal so in die linke obere Hälfte will man nicht unbedingt eindringen, da ist mehr so Healer-Stuff. Mit der einzigen Ausnahme eventuell die Choice Node, die du da siehst, Spellboarding, ist so die einzige Ausnahme, wo man sehen könnte, eventuell gibt man ein, zwei Punkte auf, die für einen irrelevant sind, aber man nimmt halt die Prozent DA mit. Aber das ist so ein Basic der Tree. Also du hast so in der Mitte, würde ich sagen, eine gute Möglichkeit, dich umzugucken. Nimmst du Master Spell, nimmst du Grip mit oder nimmst du irgendwie einen besseren Grip mit oder einen besseren MD. Ja, aber ansonsten bist du eigentlich so relativ fix. Also du willst die Mitte, du willst links unten, du willst rechts unten und dann willst du halt noch die DPS-Nodes, die so fällt. Also es gibt so zwei, drei DPS-Nodes, die wir mal noch haben, aber so der Rest ist eigentlich, wie man will. Okay. Ja, dann, Timmy, fliegen wir doch einfach mal durch hier durchs erste Drittel, so was hier gepickt wurde und warum. Ja, fangen wir mal an. Du hast schon mal am Anfang Baseline, Shadow Fiend und Shadow with Death. Dann bekommst du dazu Death and Madness. Das war ein Talent. Und sagt, wenn du eine Unit killst mit Shadow with Death oder die innerhalb einer bestimmten Zeit stirbt, nachdem du Shadow with Death gedrückt hast, dann bekommst du die Ability refreshed. Ganz nice. Nimmt man eigentlich immer mit. Phantasm, links daneben. Remove deine Snare-Effekte, wenn du Fade drückst. Ist auch nice to have. Kann man immer mal gebrauchen. Dann Vision, Phantasm und Death and Madness hast du dein MC-Talent. Da kannst du entscheiden zwischen dem normalen Mind Control oder Dominant Mind. Und Dominant Mind ist quasi dein Mind Control Target, ist dein Pet für 30 Sekunden.
Also du hast nicht mehr das Problem, dass du da am Rumchanneln bist und nur das Pet angreift, sondern beide quasi direkt. Und wenn du dann mal in das mittlere Window gehst, haben wir ja Dispel Magic mitgenommen und darunter den Dispel. Da kann man dann auch wieder ein bisschen variieren. Willst du Psychic Voice mitnehmen, weil dein Psychic Scream weniger Cooldown haben soll, wie auch immer, oder willst du mehr Healing mitnehmen? Auf jeden Fall ist die Note darunter, Angelic Feather, ziemlich gut. Ist Movement Speed, die Heal Specs hatten das, meine ich. Und dass du jetzt als Shadow da auch Zugriff drauf hast, ist ziemlich gut, weil du sowieso relativ wenig Movement Abilities hattest. Leap of Faith, auch immer nice to have, kann man immer mal gebrauchen. Und ja, dann hat man noch eine Choice Note rechts, Void Tendrils. Ist einfach ein Root auf eine Minute Cooldown um dich herum quasi. Ein AoE Root, ja. Okay. Genau. Ja, das war so der obere Teil. Wenn wir dann mal runtergehen, haben wir unsere PI, nehmen wir sofort mit. Twins of the Sun Priest ist auch. Und darunter ist Twist of Fate, quasi unser Execute-Buff. Nehmen wir auch, ohne zu fragen. Daneben in der Row haben wir Vampiric Embrace. Oben, hier genau. Blind gerade, ja. Ja, Vampiric Embrace kennt man. Darunter Sandlane. Das macht dein Vampiric Embrace quasi besser, hat weniger Cooldown und Halt mehr. Das war ein Talent. Und dann hat man darunter Throes of Pain. Das will man auch mitnehmen, weil es dein Damage increased. Das war ein Azerite-Perk, glaube ich, oder? Yes. Das weiß ich nicht genau. Na doch, ich erinnere mich. Und dann noch ein Mega-Talent rechts daneben. Shadow Word Death macht 75% weniger Schaden bei dir. Das heißt, du kannst dich nicht mehr selber umbringen. Naja, nicht mehr nicht, aber... Aber quasi schon, nicht mehr. Ja, ja. Also, das ist interessant. Ich habe mich schon gewundert, weil ich kannte das Icon nicht. Aber das ist eine interessante Sache auf jeden Fall. Ja, also mich selber umzubringen im M-Progress war immer auch meine Lieblingsaktivität. Oder schade, dass es nicht mehr möglich ist. Da hat man sich dann noch gar nicht geschämt. Man muss den Meter mal gehen, Jungs. Das ist immer so. Vor allem auf der Beta damals bei Huntsman mit dem Damage bei auf den Hunden. Konntest du dich selber one-shotten. Das war echt schön. Sehr, sehr gut, ja. Was man immer noch sagen könnte, ist zu Vampiric Embrace, auch wenn man jetzt das Sandayan-Talent quasi gratis hat, ist es dennoch schlechter, meines Wissens nach, als das aktuelle Vampiric Embrace, weil sie einfach den Rank 2 Vampiric Embrace aus dem Game removed haben. Das heißt, du hast einfach weniger Healing, obwohl du ein Talent, zwei Talentpunkte rein investierst als aktuell. Also wurden wir schon mal gescammt. Was ist aber der Rang 2? Also hier steht ja drin 50% of all Single-Target Shadow Spells. Ja, das ist einfach nur, ich glaube, 85% oder sowas. Also du machst einfach flat mehr Healing und das haben sie einfach aus dem Game removed. Ja, okay. Dann Death and Madness, hat Timmy leider die perfekte Version genannt, die wir gerne alle haben würden, aber dieses Talent wurde leider verändert und ist nicht mehr so schön, wie es mal war. Denn es ist nicht mehr so, dass es, wenn ein Target stirbt, man da so krasse Boni bekommt, sondern wenn man ein Target nicht tötet, bekommt man jetzt diesen Cooldown-Reset. Und damit haben sie quasi so ein bisschen Shadow die Nische genommen, dass man bei Explosive Weeks hier und da mal einen Explosive Orb snipen kann. Mhm. Jetzt bist du einfach, du drückst Shadow Death zweimal, wenn das Target low ist und das war's. Also sie haben halt das Talent, ja, ein bisschen... Ach, schon ärgerlich. Ich weiß nicht, die haben es irgendwie versucht, besser zu machen, aber haben kläglich gescheitert. Ja. Es ist nicht aber theoretisch für den PvE-Execute, sage ich jetzt einfach mal. Also, dass du tatsächlich einfach, wenn du bei einem Raid-Boss bist und der unter 20% ist, dass du einfach dein Shadow Word Death da halt zweimal reinballern kannst. So, ja, das genau. Ist halt so. Also, situationsbedingt verbessert, aber dafür Nischen halt geschlossen quasi. Ja. Genau, aber dafür in der Nische, in der es halt früher mal gut war, haben sie es halt entfernt. Ja, sehr gut war auch. Dann, ja genau, halt sehr gut würde ich jetzt nicht sagen, aber war halt eine nette eigene Sache, die Shadow hat schon, jetzt haben sie die halt weggenommen und haben dafür einfach, ja, wenn ein Target low ist, machst du mehr Damage. Ja, okay. Verschlimmbessert, genau. So sagt man heutzutage. dann haben wir, glaube ich, hier soweit alles durch. Twist of Fate, Unwavering Will hatten wir noch nicht. Weil ja, uns haben noch zwei Sachen gefehlt oben. Und zwar Body and Soul. Dass wenn wir uns selber shielden, dass wir auch nochmal Move and Speed bekommen. Hatten wir schon, können wir wieder mitnehmen. Und alternativ Masty Spell, aber das muss man jetzt nicht unbedingt mitnehmen, wenn es keinen Use hat. Müssen wir Unwavering Will mitnehmen? Es ist nicht das beste Talent, aber um zu dem Capstone Power Live zu kommen, müssen wir es mitnehmen. Darunter Angel's Mercy ist einfach unsere Desperate Prayer Cooldown wird reduced, wenn wir Damage bekommen. Das war oder ist ein Conduit momentan. Surge of Light
jetzt auch nicht wirklich interessant für uns in den meisten Situationen. Macht einfach hier und da mal unseren Flash Heal instant. Ja, und dann das interessante Talent Power with Life ist quasi das Gegenstück zu Shadow with Death. Und zwar, wenn wir ein Target healen, was unter 35% hat, dann heilen wir das ziemlich stark. So im Durchschnitt waren es, glaube ich, ohne Crit Heal 60 bis 70k. Wie ist der HP-Pool gerade so? Auf der Beta war es, glaube ich, roundabout knapp unter 200k. Ja, so 170, 180. Okay. Also ist schon ziemlich stark. Downside ist nur, wenn du es halt nicht zu unter 35% used, ist es quasi ein schlechterer Flash Heal. Okay. Aber 30 Sekunden CD, also schon eine sehr, sehr starke Ability auf jeden ja, Fall. Ja, wenn du es richtig used, hast du ja sogar nur 10 Sekunden. Mhm. Ja, das ist halt auch sehr, sehr also cool. Es ist halt quasi so die Rolle, die halt Void Shift einnimmt. Also ist, du kannst halt jemanden oder so quasi so ein Billo LOH mäßig, kannst halt jemanden actually das Leben retten. Ja, nur dass du halt keine Leben dabei verlierst. Ja, genau. War schon sehr, sehr stark. Also vor allem durch die wenn du es richtig machst, nur 10 Sekunden Cooldown-Geschichte. Ich denke da tatsächlich gerade ein bisschen an PvP und denke, wie heftig ist denn diese Ability mit. Ja, also Shadow generell im PvP ist kein kleiner Spoiler-Alert. Shadow im PvP wird, glaube ich, richtig broken. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr wild aus. Ja, Mindgames kennt man noch, das ganze Gute. Hat ja beim Jailer für Furore gesorgt, unter anderem. War das actually Mindgames oder was? Ich weiß es nicht, das war das erste, was ich gehört habe. Ich bin nicht sicher, ob es das Mindgames war. Ja, aber kann ich übernehmen. Also Mindgames ist halt im PvP, glaube ich, ein extrem geiler Spell, der mega Bock macht zu drücken und damit jemanden outzuplayen, ist mega cool. Im PvE ist es einfach nur ein Spell, den drückst du auf Cooldown und der macht ein bisschen Damage und mein Gott, forget it. Gibt es irgendwelche Szenarien bei Raid-Bossen, wo tatsächlich der Amount, dass ich heile und kriege deswegen Damage, wo das tatsächlich eine Rolle spielt, abgesehen von dem vermeintlichen Jailer-Bugs und was weiß ich nicht? Also ich glaube, wenn etwas nicht verbuggt ist, dann ist das immer so extrem irrelevant. Also ich habe jetzt ein paar PTR-Logs von uns angeschaut und also es ist, du heilst halt damit mal den Tank irgendwie um 30k oder so, das ist komplett irrelevant. Okay. Weil der Healing, also gefühlt geht der Healing auch immer nur auf Tanks. Ich weiß nicht, ob das irgendwie im Spell-Name oder im Spell-Code drinsteht, aber ja, I don't know. War es halt ein Tank, mein Gott. Ja, naja, gut, geht ja nur, right? Also er heilt ja nur Leute, an der Schaden macht. Achso, wenn du vielleicht von einem Big AOE so ein Ding draufknallen kannst, ob das vielleicht ein Mitigation-Wert oder die Gruppe dann toppt oder so, ja, genau. Dafür wird der Wert nicht reichen. Also ich hatte damals irgendwie, als zum allerersten Mal dieser Spell angekündigt wurde, habe ich mir gedacht, oh geil. Wenn das bei Enzoff, wo er diesen Big AOE castet, wenn du das da reinknallst, dann machst du einfach Giga-Raid-Healing. Mhm. Ja, aber dann kommt raus, ja, das hat einfach einen Cap. Ja, das ist ärgerlich, schade. Also würde ich mir wünschen, dass es einen Anwendungsbereich dafür gibt tatsächlich. Ja, es ist halt Single-Target, oder drückst du halt einfach, macht gut Damage, aber ist halt jetzt nicht interessant oder so. Ja, leider. Also es hat halt einen der wildesten Spells, die ever erfunden wurden, so ungefähr, aber leider einfach keine interessante Verwendung, so außer den Damage halt für PvE. Ich glaube, die ganzen Disc-Priests freuen sich alle, dass sie das weiter spielen können. Oder ja. Die PvP-Mains, aber im PvE ist es halt einfach ein Button, den du drückst. Ja. Naja, wenigstens sieht das Icon schön aus, ne? Genau. Das muss man einfach mal sagen. Man muss sich auch an den kleinen Dinger freuen. Ja, fassen wir zusammen. Der Shadow Priest Class 3 oder überhaupt der Priest Class 3, so aus der Sicht eines Shadow Priest, sieht. Warte mal, hier haben wir gar nicht drüber gesprochen, right? Ja, wir können darüber. Genau, ja, wir haben noch da. Wir haben noch zwei hab Notes. Und über Fate können wir auch noch reden. Ich reise, ich ziehe zurück, bitte. Soll ich? Okay, ja. Ja. Also Halo ist actually ein richtig geiler Button. Das ist so ein, ja, das macht halt von dir aus so ein AOE-Damage, whatever. Der Damage ist das gar nicht so das Relevante an dem Spell, sondern es ist halt ein Off-Healing-Spell, der macht insane viel Raid-Healing, wenn man den im richtigen Moment drückt. Und auch im Big AOE macht er auch extrem viel AOE-Damage. Aber ich finde, sie haben es extrem gut gemacht, vor allem bei Halo. Das Halo ist kein Spell, den man im Single-Target jetzt unbedingt immer drücken muss. Sondern es ist halt, auch wenn du ihn perfekt drückst, ist es eher so DPS-neutral. Also du kannst auch den Spell komplett weglassen im Single-Target und es ist trotzdem okay. Aber wenn man ihn mal drückt, dann ist es halt ein richtiger Big-Impact Off-Heal für den ganzen Raid. Okay. Also es ist halt ein richtig, richtig gut designter Spell und Divine Star, weißt du gerade schon hinaus, ist halt so ein bisschen so das andere Gegenstück, was eher auf, eher so M-Plus-mäßig macht halt in M-Plus-Dungeons einigermaßen Damage, aber jetzt halt auch nicht irgendwie wie ein, ja, ist nett zu haben, aber jetzt auch nicht irgendwie krass. Aber besser als Halo, weil es wegen der kürzeren Cooldown, aber jetzt auch kein krasser Spell.
Aber Halo ist ja gerade raytechnisch da wirklich interessant, weil du sagst, es macht kaum einen Unterschied, ob du ihn drückst oder ob du ihn nicht drückst, gibt dir einfach die Möglichkeit, den Off-Heal zu leisten, ohne großartig Damage zu verlieren overall, right? Genau, ja, also wenn du mal ein Szenario hast, wo du weißt, kommt Big Raid AOE Damage rein, dann kannst du einfach ein Halo reinknallen und du hilfst deinen Heilern halt ein bisschen. Mhm. Also eine Sache, die man als Shadow Priest gerne machen kann im Raid, um die Gruppe zu supporten, im Gegensatz zu dem PI. Ja, genau. Kann man ja auch den Raid mit supporten, aber das gibt man nicht gerne ab. Ja, man gibt's ja nicht, aber man hat's ja beides. So. Aber ja, wenn man, jetzt, genau. Ja. Also wenn man gut ist, dann kannst du Halo halt reinknallen, dann ist nice. Genauso wie Powered Life. Es ist, also der Tree, den wir jetzt hier haben, ist halt so ein bisschen schon für Advanced Gameplay ausgelegt. Also ich glaube, die meisten Spieler wahrscheinlich, wenn sie Powered Life nehmen, werden es niemals benutzen. Von daher sollte man es eventuell nicht picken. Aber wenn man halt Augen auf Rage-Shame hat für anderen Leuten, dann kann man da schon mit reinfliegen. Mhm, okay. Okay, touchen wir die letzte Note. Okay, also aktueller Conduit, wenn du Fate drückst, kriegst du ein DR von 10%. Und einfach das ist sehr defensive. Ja, es muss, also. Ja, ist aber haben wir actually noch nicht besprochen, tut mir leid, aber Powered Shield wurde jetzt ja auch verändert zu Dragonflight. Es hat mittlerweile jetzt eine Cooldown, aber hat dafür jetzt einen extrem krassen Absorb-Value. Das heißt, du hast jetzt mit Powered Shield und mit Fade nochmal zwei Small Defensives extra bekommen. Und ja, muss ich nochmal anmerken. Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil die Überschneidung hatten wir schon des Öfteren jetzt, dass bei vielen Klassen tatsächlich die Defensives erhöht werden einfach. Dass quasi alle Klassen mehr Defensives, mehr Knöpfe zum Drücken bekommen. Wenig Increase auf die Defensives. Also es gibt kaum was, wo man sagt, oder ich glaube, es gibt gar nichts, wo man sagt irgendwie, okay, das absorbt jetzt statt 40% 50%. So Improved Sachen gibt es halt, aber vor allem die Möglichkeit, mehr defensive Knöpfe zu drücken. Ist tatsächlich auf jeden Fall eine Tendenz, die wir in Dragonflight sehen. Und ich hatte vorhin schon so ein bisschen die Frage gestellt, ich wundere mich, warum, weil was so der Greater Plan dahinter ist, warum das notwendig ist, dass das ins Spiel kommt, ob das PvE-technisch notwendig ist, ob das an PvP-Design liegt oder woran auch immer. Aber grundsätzlich finde ich es interessant, dass es mehr Knöpfe zu drücken gibt tatsächlich. Auch wenn 10% relativ wenig ist, aber wenn du sagst, der Buff auf Powered Shield ist merklich als Defensive, sodass man sich da dass man eine Ability überleben kann mit Fate und Powered Shield und dann vielleicht nochmal mit Desperate Prayer. Desperate Prayer habe ich gar nicht gesehen, by the way. Oder gibt's ja, ist Baseline, basically. Also hat jeder Priest Back. Okay, okay. Aber wir haben jetzt eine Talent geskillt, was dafür CDR gibt. Ja, genau, das ist true, das haben wir gemacht. Genau, okay. Ja, overall, genau, jetzt, das war's, right? Jetzt darf ich einmal meine Zusammenfassung versuchen. Manny, ich habe gerade noch was gelesen im Chat, was ich nochmal actually ausführen könnte. Ja, bitte gerne. Okay, also, wie wir alle wissen, haben die ja aus dem Game Shadowment entfernt. Also die haben den Shadow School Self Healing Spell oder Healing Spell entfernt von Dizzy und Shadow und haben den replaced durch Flash Heal. Und dadurch haben sie auch ein paar Talente umgemunzt. Und es gibt auch hier in der Choice Note ganz oben links neben Feather, genau, da gibt es auch das Talent Protective Light. Das ist so quasi das alte Masochism. Das haben sie auch wieder mit einbezogen. Das könnte man auch in Erwägung ziehen, wenn man auf ein tanky Build gehen will und sich selber Flash healen möchte. For some reason. Ja. Ja, okay. Aber das ist natürlich, wie viele Punkte muss man da rausholen? Ja, also da musst du schon auch wirklich in Unholy's Territorium gehen, um das zu bekommen. Also. Sehr gut, okay. Also wenn man tatsächlich irgendwas braucht, wo es tatsächlich Sinn macht, dass jeder sich selbst so gut wie möglich am Leben hält. Ja, genau. Also. Dann ist das sehr stark, ehrlich gesagt, weil du mehr oder weniger keinen Cooldown auf einem 10% Damage Reduction hast. Aber overall ist das wahrscheinlich hier die einfachere Wahl an der Stelle. Aber interessanter Punkt auf jeden Fall. Ein weiteres Mal die Möglichkeit, mehr Defensive Source zu haben. Interessant. Ja, okay, fassen wir zusammen den Class Tree vom Priest, so ein bisschen aus Shadow Priest POV. Du hast am Anfang deine Basics, die du mitnimmst. Death and Madness wurde verändert, wurde verschlimmbessert, wie wir sagen. Das bedeutet, du hast theoretisch in einem normalen PvE-Patchwork-Bossfight besseren Execute. Overall aber, wie gesagt, so Nischendinge wie Explosive Snipen mit Shadow Word Death oder natürlich auch andere Ads in irgendwelchen Situationen, die du snipen konntest, damit auch in Bossfights, wodurch du dir irgendwie einen Damage-Gain gönnen konntest oder halt allgemein einfach, wofür die Ability gut war, funktioniert dafür nicht mehr. Was ehrlich gesagt sich wahrscheinlich ein bisschen ungut anfühlt. Ansonsten, Defensive wurde verbessert mit Translucent Image. Wir haben die Möglichkeit, mit Flash Heal auch selber noch Damage Reduction auf uns zu wirken, wenn notwendig. Shadowband gibt es nicht mehr. Dafür wird Flash Heal gecastet und ein paar Dinge wurden verändert. Halo ist wieder drin und bietet eine geniale Möglichkeit, den Raid off zu healen, wenn notwendig, ohne dass man dabei seine eigene DPS komplett auseinandernehmen muss.
und einen Plus gegebenenfalls auch Divine Star als interessante Alternative. Ansonsten haben wir natürlich ganz normal Power Infusion am Start und Twins of the Sun Priestess. Das ist das Legendary, dass wenn man jemandem anders PI gibt, man selber auch PI bekommt quasi. Also tut es auch nicht ganz so doll weh, wenn man jemandem anders Power Infusion gibt. Das Legendary ist also auch einfach zugänglich und ist eine gute Wahl. Und dazu haben wir quasi noch als Highlight, sage ich mal, auch wenn es jetzt nicht unbedingt DPS-technisch ein Highlight ist, Power World Life, was quasi ein umgekehrtes Power Word, Shadow Word Death ist, mit dem man ziemlich, ziemlich krasse Hits raushauen kann, wenn man denn unter 35% heilt. Was sehr, sehr interessant ist, auf einem sehr geringen Cooldown auch noch. Und ansonsten Blight Mind Games ist eine Taste, die man drückt, ist aber nicht unbedingt overwhelming aus DPS-Sicht. Und ansonsten haben wir halt ganz normal die Sachen noch dabei, Vampiric Embrace, die halt für Off-Heal sorgen. Also insgesamt auch stärkere Defensives, aber für die DPS-Sicht vielleicht ein bisschen lasch das, was geblieben ist aus Shadowlands und das, was neu gekommen ist. So viel also zum Class-Tree. Korrigiert mich, falls ihr noch irgendwas hinzufügen wollt, dann dürft ihr das gerne tun. Und falls nicht, würde ich sagen, wir springen rüber zum Shadow Priest Class bzw. Spec-Tree und gucken uns das Ganze einmal an, denn ich mag die Farben da drüben. Vici, sollen wir einfach rein. Vici, ja, ja. Timmy, Vici, so machen wir's. Gut, also, ne? So ja, wie bei komm. Jedem Class-Tree, wir fangen an, weil bei jedem Spec-Tree, wir holen erstmal unsere Core-Spells, also die Devouring Plague, Dispersion, Spirits und wir müssen leider Silence mitnehmen oder wir können, I guess, drunter zwischen Mindseer uns holen, weil da wir jetzt, wir betrachten, glaube ich, jetzt gerade ein Single-Target-Build, right? Ja. Ja gut, dann brauchen wir kein Mindseer, also kannst du Dispersion und Silence mitnehmen und Spirits und dann unter Dispersion haben wir den Mental Fortitude Trait oder Intang. Mental Fortitude ist eher so ein nice-to-have Self-Heal-Spell. Ja, ich würde sagen, im Raid ist es schon ziemlich, ziemlich sick. Also gerade wenn man jetzt nicht so oft dispersed, ist es halt schon extrem viel passiven Schild, den man sich da aufbaut, der einen halt einfach safe macht. Dann daneben haben wir Misery oder Dark Void. Dark Void ist ein disgusting Talent, also wir haben basically immer Misery. Und ja, die Row daneben ist PvP-only oder M-Plus-Builds, brauchen wir auch nicht. Ja, also Dark Void ist halt wie es damals in BFA war quasi. Du applies um ein Target rum, applies du auf alle Targets, Kappa, Target capped auf 15 Targets Shadow Word Pain. Mhm. Und Shadow Word Pain ist halt leider so der, ja, ist halt einfach ein useless Dot, der nichts macht, der hat keine Interaktion mit irgendwas. Das ist halt, ja. Die Intention war da, nicht durchdacht, warum man das competen lässt. Vor allem wegen der Interaktion, die wir Timmy gleich erklären, aber ja. Ja, und dann bottom left haben wir einfach, was ist es? Ja, genau, Coalescing Shadows. Basically einfach, du machst mehr Damage. Aber es ist einfach ein Damage Increase, ja, nimmt man mit, mathematisch gesehen einfach worth it. Rechts ja. Daneben meins hier wurde jetzt reworked, und zwar komplett. Es ist kein Insanity Builder mehr, sondern ein Spender. Und das ist ein weirder Spender, denn es ist abhängig davon, wie viel du hast, und du channelst es jetzt. Und bei jedem Tick wird Insanity abgebaut. Prozentual, oder? Nee, ich glaub 25 pro Tick oder sowas ist, glaube ich. Also ja. Irgendwie so. Es ist ganz, fühlt sich ganz seltsam an. Aber es macht Big Damage. Also die haben über die letzten Beta-Builds haben sie diesen Spell immer und immer und immer und immer wieder hochgedreht und mittlerweile macht er richtig viel Damage. Okay. Ja, und ne, ich habe ja vorhin gesagt, oder haben wir es gesagt, ich weiß gar nicht, aber die haben ja Searing Nightmare aus dem Spiel entfernt, was so die Mechanik war, die Shadow Priest in Shadowlands in M plus Viable gemacht hat. Das haben sie halt komplett gecuttet. Und jetzt haben sie halt Mindseer so quasi als den Replacement auserkoren und haben Mindseer zum Insanity Spender statt Builder gemacht. Und ja, es fühlt sich sehr clunky an, aber es ist stark. Okay. Und dazu kommt auch noch, ne, weiß jetzt auch nicht, wie weit man ich da ins Detail gehen kann, aber sie haben auch komplett die ganze Spec geändert. Jetzt kannst du, mittlerweile spawnt jetzt auch Mindseer, hat eine Chance, Spirits zu spawnen. Steht zwar nicht in dem Tooltip drin, weil irgendwie alle Tooltips sind veraltet. Auch die, ich bin gerade auf der Beta angelockt, der ist auch veraltet. Mhm. Aber ja, Spirit, also jeder Tick von Mindseer hat eine Chance, ein Spirit zu spawnen. Und gehen wir weiter, rechts davon ist mein Lieblingsspell Mindspike. Es ist ein Überbleibsel aus vergangenen Tagen. Kam zurück von einem Developer, ja, der eingeflogen wurde, hat es sich gedacht, das ist eine gute Decision, das zurückzubringen. Ja, und jetzt haben wir einen zweiten Filler. Also wir haben mein Flay und wir haben mein Spike. Ist Mind Spike ein Channel? Nee, ist einfach ein Cast. Ein Cast, ja, du kannst einfach casten. Also wie ein Fireball quasi, kannst einfach casten. Also perfekt, oder? Wie ist denn der Damage-Unterschied jetzt? Also castest du Mind Flay oder castest du Mind Spike? Oder kannst du es dir aussuchen? Oh, okay, fangen wir an, ja? Okay, dann nehme ich ein bisschen was vorweg. Also, man castet Mind Spike.
Und zwar, wenn du runtergehst, zwei Child Nodes unter Mind Spike, rechts unten, ist Mind Meld. Das, immer wenn du Mind Spike castest, dann bekommst du einen Buff, der deinen nächsten Mind Blast verbessert. Und deswegen castet man Baseline immer Mind Spike. Außer man spielt Mindflay Insanity. Dann castet man die Empowered Mindflays mit Mindflay Insanity. Ja. Und wenn man dann noch Procs bekommt, in dem Talent oben drüber, von Search of Darkness, dann castet man die Instant Mindstrikes. Also, das haben sie schon extrem gut hinbekommen. Also es klingt wild. Ich versuche ein bisschen rauszufinden, was dich so verstört an diesem Talent. So, aber es klingt doch ganz okay, oder? Ist das nicht das, was du vorher mit Mindblast gemacht hast? Abgesehen davon, dass du Mindblast beim Channel drücken konntest? What? Nein, du drückst einfach jetzt Baseline, Mindspike. Wenn du einen Proc hast, drückst du Mindspike. Wenn du einen Mindflay-Proc hast, drückst du Mindflay. Das heißt, Ah, okay. warum bringst du einen Filler in den Talent-Tree, der Mindflay replaced, ohne dass er Mindflay replaced? Ja, okay, verstehe. Das heißt, du hast jetzt zwei Buttons auf deiner Actionbar und den einen drückst du nur in 0,1% der Szenarien und den anderen drückst du immer. Ja. What's the point? Ja, ich weiß nicht. Ich find das Icon cool. Ja, genau. Das Icon ist cool. ja, mal gucken, wie sich das dann am Ende so spielt, auf jeden Fall. Da davon gespannt sein. Okay, damit haben wir so das erste bisschen abgearbeitet und die Mindspike-Geschichte haben wir auch abgearbeitet. Dann, Nee, die haben wir noch nicht abgearbeitet. okay, dann kommen wir vielleicht später, wenn die Zeit gekommen ist, nochmal zurück darauf. Timmy, lass uns schnell weitermachen. Ja, wir können erstmal bei der linken Seite, die bezieht sich nämlich auf Coalescing Shadows, also Puppet Master und Harnessed Shadows. Das sind einfach zwei Nodes, die die Chance, dass du Coalescing Shadow Stacks bekommst, erhöhen. Puppet Master durch Mindbender und Apparitions und Harnessed Shadow erhöht nochmal die Chance von deinen normalen Spells. Okay. Also Mindflay und auch Shadow Word Pain. Okay. Ja, genau. Und wenn du dann in der Mitte guckst, haben wir ja schon Void Eruption. Das ist unsere Choice Node zwischen Dark Ascension und Void Eruption. Also wollen wir 25% Damage Increase auf alles, was nicht Dot ist, für 1 Minute Cooldown oder unsere Void Eruption auf 2 Minuten Cooldown, die auch ein bisschen reworked wurde. Früher wurde die durch deine Void Bolt Cast extended. Und jetzt wird die dadurch extended, wenn du Insanity spendest. Und deine Void Bolts haben länger Cooldown. Okay. Das klingt gut, oder nicht? Oder täusche ich mich? Ja, du hast die Void Eruption auf jeden Fall länger. Aber die hat halt auch 30 Sekunden länger Cooldown. Ja, okay. Ich meine, Ein bisschen. overall fürs Game Feel ist es trotzdem besser, wenn du 2 Minuten Cooldown hast, anstatt 1,5 Minuten. Oh Ja. ja. Okay. Und Dark Ascension, gibt es Anwendungsbereiche dafür? Oder ist das so ein Ding, wo man sagt, es wird immer Void Eruption sein? Also nur vom Tooltip her würde ich das sagen, aber ihr kennt wahrscheinlich die Zahlen hinter dem Tooltip ein bisschen besser als ich. Ich würde nicht sagen, dass es immer Void Eruption ist. Ich meine, es kommt auch irgendwo immer auf die Fightlänge oder so an, aber die sind beide ziemlich gut. Okay. Weil, weiß nicht, klingt cool. Ist halt ein neuer Spell, right? Hat es noch nie gegeben so in Nee, ich glaube, das war ein PvP-Talent. Nee, das ist Verdammt, Dark ja, es war Hardcore. Dark Ja, Avi, aber ist das nicht ähnlich? Nee. Also nicht vom Tooltip her, das ist Nur einfach vom Damage Visual. Increase für deine Gruppe. Genau, Ah, nur die okay. Wings sind halt ähnlich. Aber die Wings sind halt sehr cool, obviously. Deswegen, interessante Sache. Okay, aber es gibt halt potenzielle Möglichkeiten und eine potenzielle neue Ability, die eventuell Anwendungsbereiche findet. Das ist ja schon mal ein Plus, finde ich. Also das ist ja, was man sich wünscht dafür. Aus meiner POV für Shadow Priest finde ich sowas mal cool. Ja, finde ich auch gut. Dann hast du, was man theoretisch auch noch benutzen kann, Links von Void Eruption, Mental Decay. Was einfach, wenn du Mindflay channelst, deine Dots, Shadow Word Pain und Vampiric Touch extended. Vor allem mit Mindflay Insanity benutze ich das ja schon was öfter. Deswegen könnte man das usen, aber man will eher zwei Dark Evangelism Decks haben, aber da sind wir gleich erst. Okay. Wenn wir jetzt bei Void Eruption runtergehen, haben wir Ancient Madness. Das ist ein Talent momentan, das einfach sagt, wenn du Void Eruption channelst, dann bekommst du 20% Crit oder bekommst du einen Crit-Wert für mehrere Sekunden? Jetzt hier 20 für 20 Sekunden und das decreased bei 1% für jede Sekunde. Also, wenn die 20 Sekunden vorbei sind, hast du quasi 0% Genau. Crit-Increase dadurch. Genau, also du hast für 19 Sekunden 19% left, bei 18 Sekunden hast du Ja, 18% genau. left und so weiter. Genau. Dann hast du rechts davon Shadow Crash. Kennen wir ja auch von jetzt. Der Zusatz ist, dass Shadow Crash auf
8 Targets noch zusätzlich Vampiric Touch applied. Okay. Zusammen mit Misery, wenn wir das mitnehmen, macht es auch noch zusätzlich Shadow Word Pain drauf. Darum okay. ist Dark Void noch ein bisschen uninteressanter geworden, als ohnehin schon. Ja. Weil du quasi mit Shadow Crash beides machst. Verstehe. Aber das ist ja, also Shadow Crash ist halt auch eine coole Ability, aber das macht sie halt auch noch krasser, oder? Also an den Damage-Wesens genervt dafür, weil das Ding hat ja schon gut gekracht vorher auch, also AoE zumindest, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Jetzt hast du halt noch den Zusatz, dass die Dots da drauf machst, das ist schon ziemlich gut. Ja, ja, also gerade für so M-Plus-Szenarien oder so, wo ja Shadow Priest mehr oder weniger immer ein schwieriges Leben auch hatte, ähnlich wie, sag ich mal, die Feral-Thematik oder so, du hast halt dadurch Spaß, hier so den ganzen Ramp und dieses Durchdotten und so, ne, das ist schon gut. Genau, und dann hast du neben Ancient Madness auch noch Shadowy Insight, eine ziemlich gute Passive. Dadurch bekommst du nämlich quasi deinen zweiten Mindblast-Charge. Und du bekommst die Instant-Casts von Mindblast, also die Proc-Chance, dass diese eintreffen. Dann hast du unten noch deine Spirits, die wir auch als Talent immer hatten. Heißt einfach, deine Apparitions machen mehr Damage und generate Insanity. Als Choice Note hättest du noch Tormented Spirits. Das ist einfach, dass du eine Chance hast, dass noch zusätzliche Apparitions auf das Target gehen. Mhm. Aber halt mit Decreased Damage. Ja, okay. Und dann haben wir noch Dark Evangelism. Sagt einfach, wenn du deine Channel Abilities used, dann machen deine. Dann machst du. Ich bin lost gerade. Neben den Spirits Dings. Ach so, ja, alles klar. Dann machst du quasi mehr Damage mit deinen Dots. Während du channelst quasi. Nee, auch danach noch. Ah, okay. Also ja, du kriegst genau. Buff. Aber der hat keine Laufzeit, right? Also stackst das hoch? Ich hab 3 Sekunden oder so eigentlich ist das. Ja, 20. Also. Das ist schon was länger und du stackst das halt hoch mit jedem. Ja. Okay, also das maintainst du basically. Ja, genau. Also du drückst Mindflay oder Void Torrent permanent. Naja, nur weil hier keine Duration im Tooltip steht, deswegen habe ich mich gerade gewundert, aber. Okay. Klingt ja auch. Also das Ding ist ja immer so ein bisschen das Verständnis gegenüber, wie sieht das Minigame aus? Wie sieht dein Gameplay aus? Was ist dein Gameplan, sag ich mal, an der Stelle? So, du willst deine Buffs maintainen, ne? Deine Dots natürlich maintainen und so weiter und so fort. Sowas klingt für mich an sich immer cool. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, als die Leute, die die Klasse im Progress spielen und so, nervt sowas bei 30 Sekunden. Stacks abhalten geht natürlich. Aber klingt für mich halt nochmal ein bisschen interessanter als das, was Shadow Priest in Shadowlands war, finde ich persönlich. Aber ich habe halt noch einen kleinen Einblick gehabt. Ja, also es ist halt ein komplettes Non-Issue. Also wenn man nicht ganz komplett die Klasse falsch spielt, hast du das basically immer ab. Mhm. Und man muss sich, glaube ich, die Hände brechen, bevor das irgendwie ausläuft. Ja, also das Dark Evangelism. Also ich meinte nicht unbedingt, dass es ausläuft. Ich meinte einfach nur so von deinem Class-Design her. Klar, dass es jetzt spielerisch nicht unbedingt einen Einfluss darauf hat und so. Aber wobei andererseits trifft der Punkt da actually auch. Ja, es ist halt basically, weil du machst mehr Damage. Naja, also selbst wenn du so tust, als wenn es nicht existieren würde, würdest du es trotzdem min-maxen, von daher spielt es keinen Einfluss auf deinen Spielstil. Ich verstehe, ich ziehe die Frage zurück. Okay, haben wir noch irgendwelche wichtigen Alternativen hier an dieser Stelle? Du hättest für AOE noch Psychic Link, was interessant ist. Auch ein Talent, was einfach sagt, dass deine Single-Target-Abilities auch Damage auf andere Targets machen, auf denen Vampiric Touch ist. Ah, okay. Das gibt's jetzt auch schon, oder? Das gibt's auch schon, ja. Ich hab grad sagen, das habe ich schon mal gelesen. Okay, ja, dann sind wir mit dem Mittelteil. Ja, und zusammenhängend damit ist nochmal links Maddening Touch, was auch auf Vampiric Touch anspielt, dass du einfach eine höhere Insanity Generation hast. Man auch für AOE-Szenarien skillen würde. Ist ja auch, wenn wir AOE und mit Shadow Crash da ordentlich die Maddening Touches, also die Vampiric Touches, die gebufft sind, draufknallen oder so, dann können wir auch einfach wesentlich mehr Insanity rausholen in der Void Eruption, right? Also ja, genau, das ist alles so ein bisschen miteinander verlinkt. Ja, okay. Also klingt zumindest so, als wenn sich's in M Plus einigermaßen cool spielen könnte. Würde ich mal behaupten. Ja, wenn man meins hier weglässt, so ungefähr. Okay, gut, dann sind wir jetzt mit dem Mittelteil fertig. Also, das Ding ist halt, ich würde sagen, coole Interactions, coole Buffs, die man maintaint, während man die Klasse spielt, aber ist natürlich hier zu Recht einigermaßen nichtig. Wir haben einfach basically wahrscheinlich einen notwendigen Damage Increase, der quasi nicht droppbar ist, egal wie falsch man seine Rotation spielt, in Form von Dark Evangelism. Was auf jeden Fall schon mal positiv zu erwähnen ist, ist, dass eine komplette neue Ability quasi ins Game gekommen ist mit Dark Ascension, die möglicherweise Einsatzbereiche hat, anstelle von Void Eruption. Void Eruption wurde ein bisschen verändert.
Shadow Crash Ramp plus sehr, sehr coole Möglichkeiten oder allgemein für AOE-Szenarien, wo man bursten muss und Ads wegräumen muss, in Kombination mit Misery, finde ich, klingt auf jeden Fall ganz cool. Und darüber reden wir lieber nicht nochmal, sonst dreht Vici durch. Vici, was passiert im letzten Abteil? Boah, Mindbender. Was glaubst du, macht der Mindbender? Der bendet Minds. Exactly. Gleichzeitig wie aktuell, nothing new. Dann rechts daneben haben wir actually eine gute Choice Note. Mindflame Sanity oder Death Speaker, was ist das? Ah ja, genau, das ist das. Ja, also Mindflame Sanity ist immer, wenn du einen Devouring Plague castest, ist deine nachfolgende Mindflay-Aktion stärker. Mhm. Und bespielt sich eigentlich vor allem als Single Target ganz nett. Interagiert auch mit Psychic Link, auch wenn es irrelevant ist, aber in der Theorie. Und Death Speaker ist halt einfach nur, ich glaube, du. Ja, es ist auch ein altes Legendary, oder? Ja, es ist ein altes Legendary, was auch aus Legion kam, dass aber dein Shadow War Death kann Resets bekommen, dass man es öfter usen kann. Hätte okay. Eventuell Synergie mit anderen Spells, aber diese ganze Spellreihe mit Shadow War Death ist leider alles, undertuned. Okay, dann, was haben wir dann? Wir gehen rechts weiter, right? Ja. Jo. Okay, dann haben wir einfach, ja, deine Spender machen mehr Damage. Vor allem mehr Initial Damage ist, glaube ich, basically in jeder Skillung mandatory. Aber ist einfach insaner Note, also. Kriegt man immer. Für einen Punkt. Genau, dann rechts im Single Target haben wir die Chosen Note Damnation Void Torrent. Ich glaube, im PvE wird man basically immer Void Torrent spielen. Mhm. Die haben auch gerade wieder die Zahlen, glaube ich, einigermaßen hochgedreht. Also, Void Torrent macht schon viel Damage. Nicht so viel, wie man denken könnte, aber es macht schon ordentlich Damage. Also, gerade für einen One-Minute, den man hier und da mal drückt, ist das schon ordentlich. Also, gerade im Single-Target ist es quasi ein. Also, es ist nicht ein Muss, aber es ist am Ende des Tages eine Matheaufgabe für unsere Programmierer. Zählt Void Torrent als Periodic Damage, weil channeled? Halbwissen jetzt, Achtung, ich glaube ja. Okay. Ich hätte jetzt auch auf Ja getippt, aber wenn nicht, ist halt auch, keine Ahnung, One Minute Dark Ascension mit Void Torrent. Genau, also ich glaube, Void Torrent und Dark Ascension harmonieren nicht miteinander. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu obvious, ehrlich gesagt, aber ich würde mir wünschen, dass es so wäre, weil ich könnte mir vorstellen, wie man mit so schwarzen Engelsflügeln da steht und diesen Void Torrent da sendet, der Gigadam macht. Genau, also so ist es nicht, cool. Leider. Ja, naja, warte, halbwissen. Nein, ich befürchte auch, dass es nicht so ist, aber wer weiß, ob da vielleicht noch irgendwas gechanged. Ja, genau. Dann haben wir links unten die Child Note vom Mindbender, genau. Da haben wir einfach Shadow Flame Prism, unser aktuelles Legendary. Das haben sie auf zwei Nodes gespittet und da hingepackt. Ich glaube sogar ein schlechter, aber not sure. Es ist halt das aktuelle Legendary, Shadow Flame Prism. Kennt man, spielt man drum, wird man auch die nächsten Jahre drum spielen, weil es mit Abstand das beste Talent ist in diesem Gag-Tree. Sad. Gehen wir rechts weiter oder nach unten? Wir können hier nach unten fertig machen. Dann gehen wir nach unten, okay. Machen wir Yasharaj. Also das ist halt der erste von den vier neuen Idol-Spells. Und Yasharaj ist actually der spannendste. Es ist ein, wie sagt man, ein Modifier, auf welches Target man seinen Mindbender castet. Mhm. Also wenn der viel HP hat, dann macht der 5% mehr Damage. Wenn das Target enraged ist, dann wird der enraged gepurged und man hat mehr Haste. Und wenn es stunned ist, kriegt man Insanity. Und wenn man Feared ist, dann hat man den Big Bonus gehittet. Ja, also basically ist es halt in den meisten Szenarien ein Damage Increase von 5%. Außer man kann es cheesen und man kann irgendwie einen Target fearen und dann daraus seinen eigenen Mindbender snipen, dann kriegt man den Giga-Buff. Also hat halt so Cheese-Potenzial, würde ich mal behaupten. Ja, klingt also, tatsächlich wild. Ich würde behaupten, so der einzige Idle-Talent, was einigermaßen cool ist. Und ja, kann man nehmen. Ja, ist tatsächlich ein cooles Talent, würde ich mal so behaupten. Lass uns hier mal weitergehen. Ja, was ist das eigentlich hier? Ja, keine Ahnung. Also wenn du einen Spell auf ein Target channelst, dann ticken die Dots schneller. Okay. Boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es gab mal ein AOE-Bild, was damit gespielt hat, aber das war auch so nischig. Ich glaub, das war ein BFA, glaube ich, oder? War das nicht das alte... Nee. Also das Cafoon-Talent, wo du gerade drüber bist, das ist ein Legendary, das gibt's auch noch, aber das ist Shit. Nee, ich meinte das Screams. Ja, das ist irgendwie so eine Interaction, I don't know. Die gibt's, also ist, wie gesagt, es gab ein nischiges Bild auf der Beta, was das mal ausgenutzt hat, aber das, I don't know. Es ist alles am Ende des Tages nicht so gut gewesen.
Es ist so ein Meh-Talent. Ist das aber so ein Numbers-Ding? Also, ja, ja, klar. Ja, gut. Ja, wenn es ein Numbers-Ding ist, dann gibt es ja noch Hoffnung, ehrlich gesagt. Weil ich finde, ehrlich gesagt, also das ist absolut cool, ehrlich gesagt. Juden weiß ich jetzt noch nicht, keine Ahnung, was das ist, aber so. Ich finde, Shadow Priest hat also dazu, dass die Klasse eigentlich so schon cool war, auch hier coole neue und sehr, sehr auch für WoW neuartige Dinge bekommen, wie halt diese Idols-Juden. Auch wenn jetzt Numbers-Tuning vielleicht nur eins überzeugt oder das halt vielleicht Numbers-Tuning technisch überzeugt bis jetzt und halt obviously auch die coolsten Möglichkeiten bietet oder so, finde ich das schon, ist das gut gelungen bis hierhin. Ja, I don't know. Also Screams ist halt besser, die nur ein Number-Ding. Das ist halt so ein reines Mathe-Talent. Das pickst du, wenn das gut Damage macht, wenn nicht, dann nicht. Dann, ja, das zweite Idol of Gefühlen, ist basically ein Legendary, was wir seit Legion, glaube ich, haben. Und was auch in BFA in Shadowlands dabei war. Ja, gibt's immer noch, ist immer noch genauso scheiße wie davor. Haben es einfach weiter importiert, ich weiß nicht warum, haben sie sich einfach, glaube ich, nicht drüber Gedanken gemacht. Vor allem, weil halt dieses Pet, was da spawnt, wenn das prockt, halt auch, I don't know, keinerlei Verständnis hat, ob du jetzt AOE oder Single Attack Damage machen willst. Das prockt einfach random auf einem 1-Minuten-Intervall hier und da mal, oder nicht Intervall, sondern auf einer RPPM oder sowas. Ja, I don't know. Einfach okay. Quatsch. Ja, also müssen sie basically mal dran arbeiten, den Spell vernünftig zu machen, damit, wenn alles funktioniert, weil ist ja auch an sich, also erinnert mich ein bisschen an Ding, wie hieß denn diese Corruption in, ist nicht mein ja, Spell sogar, in der BFA, so ein Tendril? Ja, Lasher, nee, irgendwie, ja, genau, aber die Mindflake Corruption, aber ja, das ist, genau. Es macht halt vor allem halt auch bei den Tendrils auch gar keinen Sinn, warum du Mindflake und Mindseer zusammen als Proc-Chance da reinpackst. Ja, weil Mindseer ist halt ein Spender. Ja, ja, genau. Und Flay ist ein Filler. Das wäre halt so, Mindseer wäre Lotto random. Quasi. So, das ist schon ein bisschen merkwürdig tatsächlich, da muss ich dir recht geben. Ja, und selbst dann haben sie das Mindseer-Tentakel, weil es spawnt verschiedene Tentakel, je nach Spell, wo du castest. Selbst haben sie dann, ich glaube, das ist der Void-Lasher, den haben sie so in den Boden genervt, dass der komplett irrelevant ist. Also es ist komplett egal. Ja, würde ich mir wünschen, dass ihr das vielleicht zahlentechnisch noch mal relevanter machen oder auch von wie es funktioniert, sage ich einfach. Exactly. Gut, dann Pain of Death ist, ja, so, ich glaube, die Idee von dem Talent ist, dass man Shadow of Death so als so eine Spread Cleave On-Use-Ability usen kann. Haben sie vom Tuning her leider verfehlt. Dieses Talent ist absolut nutzlos und wird niemand ever spielen. Außer man will Mad Scientist selber spielen. Das macht null Damage und ja. Herzlichen Glückwunsch. Mind Devourer. Hier waren wir schon bei Encroaching Shadows. Waren wir yes, ja, das genau. Haben wir schon gemacht. Dann Mind Devourer. Mind Devourer ist so, glaube ich, so, ich würde behaupten, der beste Spell. Oder so die beste Note. Das ist halt deinen nächsten Spender halt einfach kostenlos macht. Und vor allem im AoE für M+. Also, man muss immer noch bedenken, du bekommst, wenn du einen Proc bekommst, dein nächstes Mindseer ist komplett kostenlos. Das heißt, du kannst es voll durchchanneln, durch alle Channel, durch jeden Tick und machst maximal Damage. Das heißt, mit Abstand im AoE ist das die relevanteste Note, die man nehmen kann. Weil wenn wenn man so einen Proc bekommt, dann ist es richtig big. Das ist basically Dance of Chi-Chi in Shadowlands. Basically, ja. Dann haben wir Yogg-Saron, das ist so der dritte Idol-Spell, der war mal cool, mittlerweile haben sie ihn leider in die Ecke genommen und erschossen. Es ist basically einfach nur ein Prozent-Increase. Also, du spawnst halt Apparitions und nach einer Zeit bekommst du ein Pet, was ein bisschen Damage macht und was mittlerweile auch AoE-Damage macht und das macht ein bisschen Damage. Das ist irgendwie so 5% Damage oder so. Herzlichen Glückwunsch, go next. Ja. Okay. Das haben sie, also, ne, müssen wir ein bisschen auch die Soul-Story raushauen, ne? Vor 2 Wochen, da gab's mal den Yogg-Saron. Der ist gespawnt nach 100 Apparitions und das war ein Giga-Tyrant. Das war ein Giga-Chat-Tyrant. Wenn der gespawnt ist, den hast du PI'd, den hast du angebetet und der hat dein Target verkloppt. Ja. Der hat richtig reingeholzt. Jetzt hast du so ein. Aber ja, haben sie es geviertelt einfach? Macht der ein Viertel von dem Damage, was der Tyrant davor gemacht hat? Nee, weniger. Also ja. die haben es geviertelt von den Apparitions und die haben halt einfach den Damage so extrem reduced, der macht halt gar nichts mehr. Es ist halt legit einfach ein 5%, 6% Increase oder so, was ja, in die Richtung. Okay. Ja, ist halt dann, ja, gut. Einfach, das ist halt, wenn man die Sonne gesehen hat, dann, ja. Ja, schwierig. Mal gucken, vielleicht gibt es ja nochmal Tuning. Ja, dann haben wir unseren guten Insidious Eye, auch genannt als Talbadas Stratege.
Es ist einfach nur eine schwächere Version von unserem aktuellen Legendary, wo du auch 2 Punkte investieren musst. Hat Potenzial, ist ein cooler Spell. Gerade auch für so Spread Cleave AOE Builds mit Psychic Link ist das ganz cool. Oder auch im Single Target cool. Schade, dass sie es nochmal genervt haben. Ich verstehe es eigentlich nicht warum, aber. Ja, Malediction, einfach nur dein Torrent oder deine Damnation, also das Talent drüber, hat halt weniger CD. Und dann, ja. Damnation kennen wir ja, oder? Ja. Also genau. Applied alle deine Dots. Genau. Und dann das letzte Talent, was wir noch nicht gehabt haben, den letzten Idol. Ja, also. Da haben sie sich Echoing Void als Corruption-Vorspiel geholt, Vorbild geholt. Und haben das versucht umzusetzen, dass auf jeden Tick von deinen Dots quasi auf dem Target ein extra Dot spawnen kann, der hochstackt. Und irgendwann kann der abstacken und macht dann Damage rundherum und quasi explodiert. Das war aber dann anscheinend zu stark. Beziehungsweise, okay, fangen wir an. Es wurde dann gechanged, dass es, ich weiß gar nicht, was sie gechanged haben, actually. Aber sie haben auf jeden Fall gegattet und, okay. Mittlerweile haben sie es getarget-capped, dass es nur noch auf 4 Targets geht und nicht mehr auf mehr als 4 Targets geht und sie haben den Damage extrem reduced. Das ist halt mittlerweile nur noch ein bisschen wie ein Joke-Spell ist, der so ein bisschen am Start ist. Aber sie haben dafür, genau, das haben sie gemacht, die haben quasi die Bad Luck Protection erhöht. Das ist halt immer triggert, weil es gab früher ein Problem, dass es halt nie getriggert ist und das haben sie jetzt halt eingeführt. Aber damit haben sie leider den Spell auch so in den Boden genervt, dass er jetzt halt auch im AOE, ja, schwaches Set. Ja, damit haben wir doch den Tree soweit ganz gut abgearbeitet. Also, ich muss dazu Folgendes sagen. Die Tonlage von Vici seiner Stimme ist nicht maßgeblich dafür, wie gut Shadowpriest in Dragonflight wird. Ja, das ist ein Vici-Ding an dieser Stelle. Ich würde behaupten, sogar an der Stelle ist das Jammern auf hohem Niveau. No offense an dieser Stelle. Also man muss ja dazu sagen, ich kann nachvollziehen, es sind sehr, sehr viele coole Spells im Endeffekt dazu gekommen, wenn ich mir den Classpack so angucke. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich Sage ist, das ist ja auch das Wort, was hier nebenbei gefallen ist, dass wenn coole Spells hinzukommen und dann nachträglich nochmal so krass runtergetunt werden, dass sie basically irrelevant sind und man sie maximal als das betrachten kann, was sie noch sind, nämlich ein 4% Damage Increase oder so. Das ist natürlich ein bisschen ernüchternd, aber overall würde ich sagen, es wurde an vielen, vielen Dingen gearbeitet im Spectree, wie zum Beispiel die Möglichkeit, eventuell Dark Ascension zu spielen, was überhaupt cool ist, also ein neuer Major Cooldown, der möglicherweise Einsatzbereiche finden kann. Idol of Yasha, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Die Shadow Priest einmal nochmal bitte. Yasharash, glaube ich. Yasharash, okay. Wohl das coolste Idol, einfach mit sehr, sehr vielen auch neuartigen Systemen, würde ich mal behaupten, die WoW so nicht unbedingt bis jetzt bekannt waren. Mein Seer überarbeitet worden, dadurch wie hieß das AOE-Ding noch? Searing Nightmare, okay. Genau, dadurch, dass Searing Nightmare removed wurde, eine weitere Möglichkeit oder eine andere Möglichkeit, jetzt AOE-Damage zu machen, die sich wohl bislang ein bisschen komisch spielt, das muss man natürlich schauen, aber sehr, sehr stark einfach knallen kann mit Encroaching Shadows, was einfach den Damage von Mindseer erhöhen kann, und zwar maximal. Und ja, ansonsten altbekannte auf jeden Fall, Void Torrent Tuning sieht wohl bis jetzt interessant aus. Am Ende des Tages muss man halt eh darauf warten, wie das Numbers Tuning dann wirklich aussieht und wie das Ganze mit Gear Scale und so weiter und so fort. Viele, viele Dinge bleiben abzuwarten. Overall bei den anderen Idols leider ein bisschen zu wenig. Das Idol of Yogg-Saron klingt sehr, sehr cool. Ich wünschte, ich hätte die ungebuffte Version gesehen, aber man darf auch da abwarten. Overall würde ich behaupten, abgesehen davon, dass im Class Tree beim Shadow Priest vielleicht ein bisschen wenig offensives Potenzial gegeben ist, auch wenn man das in Support-Potenzial nicht unbedingt nachsteht, weil man da sehr coole Abilities bekommen hat, würde ich doch sagen, dass das offensive Potenzial vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist. An der Stelle, was schade ist, aber solange die Zahlen am Ende stimmen, glaube ich, kann Shadow Priest ziemlich viel Spaß machen. Sowohl AOE als auch Singletage von dem, was ich jetzt sehe, im Vergleich vor allem zu den anderen Klassen, die ich gesehen habe. Und ja, also ich persönlich finde, dass das interessante Changes sind, aber wir lassen natürlich unsere lieben Experten da nochmal ein Schlussfazit geben. Timmy, was denkst du allgemein über Shadow Priest? Ich habe das am Anfang schon mal gefragt, jetzt wo wir alle Teile nochmal durchgegangen sind.
Und wir alles nochmal so komplett vor Augen hatten. Was hast du so für ein Gefühl, wenn du als Shadow Priest in Dragonflight reingehst? Nee, ich würde dir zustimmen, dass es interessant ist. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich denke, dass es allgemein ganz okay sein wird. Bei Mindspike glaube ich, dass sie darauf hinaus wollen, dass du nur die Procs benutzt. Das wäre dann nicht so schlimm. Mal gucken, ob die das auch durchgesetzt bekommen. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man beim Class Tree quasi oben links die Ecke mit dem ganzen Healing-Bereich einfach komplett ignoriert. Zum größten Teil. Also so eine schattige Ecke im Talent Tree Ja, einfach. Die, genau. Ja, verstehe. Okay, also das ist natürlich, man muss ja dazu sagen, es gibt bei allen Klassen auf jeden Fall Potenzial zur Verbesserung. Der Vibe, der jetzt gerade so ein bisschen aufgefangen wurde, wie enttäuscht man von vielen Dingen ist, das ist halt auch einfach so eine Sache. Ich glaube, da müssen einige Klassen durch. Overall, da war so der Call immer ein bisschen, oder weil ich es auch gerade nebenbei schon wieder lese, unfertiges, gerushtes und gepushtes Rework. Ich würde zum Großteil halt dazu sagen, wir sehen viele Shadowlands-Abilities überarbeitet wieder in Dragonfly, was glaube ich hauptsächlich den Ursprung hat tatsächlich, dass sich darauf konzentriert wurde, das Talent-Tree-System wieder zu überarbeiten. Und ich glaube, dass es overall wahrscheinlich ein schwieriges Ding ist, das Talent-Tree und alle Talents zu überarbeiten und zu reworken. Ich glaube, das ist, ich will nicht sagen, zu viel verlangt, aber es ist natürlich eine Sache, die wünschenswert gewesen wäre, aber vielleicht auch ein bisschen utopisch ist. Von daher schauen wir einfach mal, bei vielen Klassen wurde einiges geändert. Ich glaube, am Ende wird man die Realität in Dragonflight sehen, wenn es soweit ist. Aber bisher muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem ich alle möglichen Class Talks inzwischen gemacht habe, dass ich ein eher gutes Gefühl habe auf jeden Fall für die Class Changes in Dragonflight. Alles Weitere werden wir auf jeden Fall sehen, wenn die Nummern da sind. Vici, dein Fazit als Shadow Priest-Experte. Ja, ne? Also ich kann nur sagen, wenn man M-Plus spielen möchte und da Spaß haben will, dann spielt man nicht Shadow Priest in Dragonflight. Dazu haben Richtig. wir jetzt ja auch nicht gesagt, sämtliche Spells, Shadow Crash, Shadow Ward Death, Dark Void und so weiter, sind alle nicht mehr hasted von der Cooldown. Das heißt, sie haben die volle Cooldown reingeknallt und die ist nicht mehr affected by Haste. Das heißt, du bist actually, ja, staffed mit Dots und du kannst dann in den Plus hocken und dann schön Target Single Target dotten. Viel Spaß. Naja, Average im Plus Pack stirbt schneller als 30 Sekunden, Vici. Ein Shadow Crash ist da immer drin. Ja, genau, hast du ja keinen Ready fürs nächste Pack. Ist ja noch besser. Ja, du musst ja noch hinlaufen zum nächsten Pack. Da musst du höhere Keys spielen, Vici, wenn das ein Problem ist. Sag ich dir, wie es ist. Ja. Ja, so Ja, sehe ich das nicht. und dann expiren sogar die Dots noch, weil du nicht extenden kannst. Ist ja noch besser. Wie lange Was machst halten du die dann? Dots? Ich finde die Ja. Dots. Hä, du hast doch hier irgendwo ein Extender-Talent. Du findest das schlecht, das Extender-Talent, aber das löst dein Problem. Ich erkläre dir das nachher nochmal, Vici. Das Ja, ist kein Problem. genau. Also, ihr müsst ja nichts so Also. tun, jetzt wäre es Weile hier, die. Meine lieben schattigen Freunde. Es war mir ein großes Vergnügen, auf jeden Fall hier an dieser Stelle nochmal ich habe mich lange auf den Shadow Priest Talk gefreut. Ich habe auch immer wieder deinen Namen gesagt, Vici, weil ich dich ganz gerne Ja, hier ich dabei wurde haben ja, wollte. mir wurde ja mein Mundwerk verboten. Ich bin ja Ja, schon das ist auch gut so, ehrlich gesagt. Das war, halbherzig das ist schon bei der Sache wichtig nur. auch. Nein, ein bisschen Spaß, ein bisschen Meme und ein bisschen Emotionen, die gehören natürlich auch einfach dazu, wenn man World of Warcraft spielt und das Game liebt und das Game ernst nimmt und sich um Dinge kümmert, dann ist das völlig normal. Hat auch ein bisschen Würze auf jeden Fall reingebracht. An dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall Timmy danken dafür, dass du bei uns gewesen bist, dafür, dass du die Zeit genommen hast. Und dir gebührt auf jeden Fall so das erste Schlusswort hier an dieser Stelle. Ja, klar. Also auf jeden Fall danke, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht, auch wenn Vici ein paar Mal sehr emotional geworden ist, aber Ich das so nee, schön nee, umschrieben, war oder? cool. Ja, nee, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Willst du noch irgendwas sagen? Rekrutiert Northern Sky noch, irgendwas loszuwerden, irgendwas Wichtiges? Keine Ahnung, ehrlich gesagt, können ja Sehr mal auf gut. War Progress gucken, die Ja. Interessierten. Genau, das solltet ihr machen. Und irgendwer muss das klippen und Senfi schicken, damit er weiß, wie gut seine Raider hier sich Ja, präsentieren. die Nein, anderen Quatsch. haben aber auch nichts dazu gesagt. Ja, weiß ich nicht. Der eine oder andere vielleicht schon. Aber ich weiß es nicht, war alles Späßchen, alles gut. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du da warst. Vici, mein Lieber, auch dir gehört dann noch ein Schlusswort an die Community. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Und ja, also noch, wenn ihr gut seid, bewerbt euch bei uns. Kommt gerne, wir brauchen Leute. Vor allem bei Farm Raids. Viele Leute bei uns verschleiern sich oder verstecken sich immer und behaupten, sie seien nicht da. Da brauchen wir Leute, die den Nacken hocken und da ein bisschen mit dem Messer reinstechen. So, wir muten jetzt mal diesen Priester, der muss hier raus. Nein, Quatsch. Danke, Vici, Ja, auch für deine humoristischen Einlagen hier nebenbei. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, hier mit euch diesen Talk zu vollziehen. Ich hoffe, die Community hatte ihren Spaß daran. Ich hoffe, die Shadow Priests haben sich nicht zu sehr von
von Vici entmutigen lassen.